sind so 36 Quadratmeter, sag ich mal. Da passt hier halt auf jeden Fall ein Auto hin, meine Werkzeugkiste und so weiter. Hier kommt auch alles nochmal richtig brutal gemacht, hat er mir schon erzählt. Wird auf jeden Fall fett. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr wahrscheinlich im Zeitraffer gerade schon gesehen habt, hier hat sich einiges getan. Das Problem ist, dass wir eigentlich immer noch nicht fertig sind, noch lange nicht fertig sind, weil wir haben angefangen, ich will das Auto umbauen, muss ich mal kurz von vorne anfangen. Ich will das Auto gerne umbauen, dafür brauchte ich einen Platz. Und für die Leute, die selbst auf der Suche sind nach einer Halle, wissen, eine Halle zu bekommen, ist wirklich, wirklich schwierig in der aktuellen Zeit und ja eigentlich generell, also jetzt mal von der momentanen Situation unabhängig, ist eigentlich immer schwer eine Halle zu finden. Und hier war eine Decke drin, habt ihr gerade im Zeitraffer gesehen, haben wir komplett rausgerissen, damit ich mit der Bühne hier vernünftig stehen kann. Dann haben wir hier jetzt alles frei quasi. Das muss eigentlich noch eigentlich soll das noch komplett verkleidet werden mit Holz. Haben wir hier irgendwo schon? Ja, hier auf der Seite. Normalerweise von so. So, von der Seite soll es noch verkleidet werden. Dann ist hier jetzt zu dem Raum drüben einfach der Material schon mal drin. Das muss auch noch verkleidet werden. Und das Ganze soll dann ungefähr bis auf diese Ecke hier runtergezogen werden. Hier haben wir Licht von der Firma Frischlicht. Das sind jetzt aktuell nur 3 Lampen, die hier verbaut sind. Da kommen aber auf der Seite noch 2 und hier noch eine. Das Gute ist, weil ich möchte ja hier drinnen auch filmen, ne? Weil hier drinnen soll der Umbau von dem Auto stattfinden. Haben wir uns halt dafür entschieden, weil die kannst du auch noch dimmen. Ich glaube in 18 Stufen oder so, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich hell. Kommt mal einmal mit. Das hier zum Beispiel, ihr könnt mich wahrscheinlich gerade nicht sehen, das hier zum Beispiel sind, ich sage das mal ohne das Böse zu meinen, einfach ganz normale, stinknormale Baumarktlampen von Hornbach, glaube ich. Jetzt haben wir hier 6 Stück. Ihr habt gesehen, werden wir jetzt wieder, ich mache die kurz wieder aus. Schöne Grüße an Jan. Wir haben hier nur 3 Stück drin, ne? Und guck mal, wie hell das ist. Und hier kommen noch 3. Da kommt noch eine, da noch eine und hier noch eine. Brutal. Ja, ich komme mir ein bisschen doof vor, euch so ein Hallenvideo zu machen, aber also ich persönlich freue mich und ich freue mich wirklich, dass ich endlich eine Halle gefunden habe. Weil, wie gesagt, geplant war zuallererst, deswegen hat das auch alles so lange gedauert, geplant war normalerweise zuallererst, ich blende mal hier ein Foto ein, wie das mal vorher ausgesehen hat. So sah das Ganze aus, wo ich mich mit Jan, das ist der Vermieter, darüber unterhalten habe. Ich sage, hier, pass auf, du hast hier vorne noch so einen Raum, er hat hier so Maschinen und so, weil er ist Dachdecker, hat hier Maschinen und sowas alle stehen gehabt und ein bisschen Material und sowas, seht ihr ja, oder habt ihr ja auf dem Bild gesehen. Und wie gesagt, war die Decke noch drin und ich sage, kannst du mir den Raum nicht für so 2-3 Monate geben? Ich würde gerne mein Auto umbauen. Und sagt er, du pass auf, lass uns das richtig machen. Du bist eh auf der Suche nach einer Halle. Was hältst du davon, wenn wir dir das hier schön machen? Und wenn wir jetzt mal wieder rübergehen zu Jan. Hier ist halt alles schon verkleidet. Ne?
Und so soll das drüben eigentlich auch mal aussehen. Er hat hier die Wände zum Beispiel einfach in weiß gestrichen. Und es sieht wirklich, sieht einfach gleich cool aus. Dann zeig mal den Raum so ein bisschen im Ganzen. Ne? Das sieht dann halt wirklich cool aus. So soll das hier irgendwann auch sein. Hier kommt noch eine Tür, kommt hier zum Beispiel rein. Was aber für mich persönlich kein Muss ist, weil Jan ist der Einzige eigentlich, der hier in der Halle ist mit Timo zum Beispiel. Wir haben hier ein Rolltor und sowas. Hier wird keiner beigehen, ne? Also da habe ich auch gar keine Angst. Ja. Deswegen hier auf jeden Fall die Fahnen, weil ich jetzt keine Lust habe, hier zu streichen. Und es ist halt auch, wie gesagt, noch nicht fertig. Aber nochmal, ich am Umziehen, wir haben uns einfach mit der Halle so ein bisschen übernommen, weil wir alles auf einmal machen wollten, damit es halt wirklich ultimativ cool ist. So, erstens, damit du dich wohlfühlst und zweitens, damit du halt auch videotechnisch das so ein bisschen schön aussieht im Hintergrund. Aber das ist mir jetzt momentan gar nicht mehr so wichtig. Ich will endlich anfangen. Erstens, ich will euch das unbedingt zeigen. Ich möchte Bilder bei Insta und so weiter posten. Und ich freue mich einfach, wenn das Auto fertig ist, damit dann durch die Gegend zu fahren. Das ist einfach cool. Ja, wir haben hier eine Hebebühne von Arezzo XS30. Die fährt bis auf so, ne? Oder so? Ja, so in, ja. So in etwa. Fährt die hoch. Kannst halt alles mitmachen, ne? Und sie ist mobil, das heißt, wenn wir uns irgendwann zum Beispiel mal dazu entscheiden sollten, dass hier ein Betonboden gelegt wird, weil, man muss dazu sagen, auch wieder bevor es in den Kommentaren steht, normalerweise packst du so eine Hebebühne auf einen richtig komplett geraden Untergrund und wie du hier siehst an den Steinen, oder wie ihr seht an den Steinen, es ist nicht hundertprozentig perfekt. Aber das ist jetzt wegen der Zeitnot, die ich mir selbst mache, bleibt das einfach erstmal so und es funktioniert. Ich habe den Wagen zwar noch nicht drauf gehabt, aber wir haben schon, als wir die aufgebaut haben, haben wir schon ein paar Mal hoch und runter gemacht, die Hebebühne. Das ist wirklich, wirklich perfekt. Also es funktioniert. Ne? Funktioniert gut, ne? Mhm. Da bin ich echt mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht noch ein kleines Stück rüberpacken muss, weil das Gute ist halt, wie gesagt, die ist hier mobil, dass ich hier vernünftig reinkomme. Ja, was habe ich hier noch? Einen Werkstattwagen haben wir hier noch. Das ist der S7. Kann ich euch mal zeigen. Als nächstes kommt jetzt hier erstmal provisorisch eine Folie gespannt, einfach weil ja, ich anfangen will und Jan halt auch nicht so die Zeit hat, sich jetzt hier die ganze Zeit um den Raum hier zu kümmern. Deswegen machen wir jetzt einfach erstmal eine Folie. Das Gute ist, dadurch, dass die Folie weiß ist, reflektiert das ein bisschen und es ist einfach noch heller und es sieht noch größer und freundlicher aus. Ob ich die Wand da wirklich noch streiche, weiß ich nicht. Aber jetzt ist für mich halt erstmal Priorität. Ich wollte euch einmal ganz schnell die Halle zeigen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Minuten das jetzt geworden sind. Aber ist ja egal. Einfach nur, damit ihr wisst, wo ich in Zukunft schrauben werde. Das nächste Video, was ihr jetzt sehen werdet, ist, dass ich euch einmal vorstelle, was ich überhaupt an dem Wagen als nächstes vorhabe. Das war's. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.